Ja, ich habe mich platziert, wie ich das noch nicht war, ohne dass ich schon mal hier in Gelsenkirchen. So, die Pferde ordnen sich ein zum Preis von Aurelert mit der Stadt Mainz, Takaya Viking, Jan Tiering, Bruno Memory, die 2 Marco Minger, die 3 läuft nicht, mit der 4 Nimble Rock, Ave Postumus, Jodrim Lassur, die 5 Robin Dodd, Candy Lady S, die 6 Jochen Holschuh, Black Ball Face, die 7 Tom Keumann, Napoleon, die 8 Danny den Dubbelden, Magnifique de Lucia, die 9 Jantals de Jong und Fotobox, die 10 Michael Limczyk. 50 Meter bis zur Startmarke und das war dann jetzt auch der Startfehler zu Beginn hier an der Innenkante von Takaya Viking. Besser macht es hier Mitte der Bahn, da geht dann Candy Lady S nach vorne, übernimmt das Kommando. Napoleon setzt außen nach, geht hier in die zweite Position vorbei an Nimble Rob. Geht die muntere Reise weiter und da ist jetzt Nimble Rob vorbeigezogen und an der Außenseite ist dann noch Fotobox jetzt auf dem Vormarsch. Die erste Zwischenzeit lautet hier ein 17-4, vorgelegt von Nimble Rob, bekommt hier Besuch jetzt von Fotobox. Er drückt hier an der Außenseite auf das Tempo, geht dann jetzt auch vorbei und da haben wir dann den Führungswechsel an der Spitze. Fotobox weitergezogen und Nimble Rob mit dem anderen weiter hinten und außen beginnt dann jetzt auch Jodrim Lassur aufzurücken. Dahinter im Es geht auf die letzte Ecke zu, der Einlauf wird erreicht mit Fotobox in Front. Erster Verfolger dahinter, da bleibt dann Jodrim Lassur zur Stelle. Und von hinten befindet sich dann Napoleon gemeinsam mit Black Bow Face. Und so sind wir auf den letzten Metern. Fotobox vorne, außen kommt dann jetzt die Schlussattacke von Black Bow Face. Und Black Bow Face geht heran und geht vorbei. Und das Rennen gilt hier Black Bow Face. Dahinter ein Meter von Fotobox, dann wird dann Fotobox Risiko weiter vor. So, hier nochmal der vorläufige Richterspruch, den korrigieren wir nochmal auf dem 5. Platz. 7-4-8, dann die 6 vor der 5 und dann die 9. 7-4-8, 6, dann die 5 vor der 9. Und vorne fahren bereits der Sieger zum Kreis von Aurelert, die Nummer 7, Black Bow Face. Nächste Mal, danke für diese Junge. Freund. Ja, die Blümchen. Danke schön. Alles gut. Ich auch lernen. Ja. Wir alle lernen etwas. Alles gut. Ich habe wieder etwas gelernt heute. Später. Schöne Palme. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Du hast gerade gesagt, ich habe was gelernt. Was hast du denn heute gelernt? Ich kann man auch gewinnen. Mit was kann man auch gewinnen? Das ist ein feines Pferd. Laufstark. Hat nichts zu viel Kraft. Jetzt hat der Renner gesagt, ich kann gut anfangen, aber mit 7 ist nicht einfach. 2, 3 kam rein in den Höhen, gab mein Gerät zurück. Und ich wollte mit der Spitze die letzte 300 Meter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dir, dass es so ein bisschen wackelig auf dem Bein ist, dass es nicht ganz so einfach zu steuern ist. Aber wenn du bist jetzt die letzte halbe 12 gefahren, da hatte ich nicht das Gefühl, dass die Traberei auch nicht schön aussah. Ich hatte eigentlich Mühe, wenn die Nase, wenn es zu schnell geht. Wenn es schnell geht, ich ziehe gut wieder oder 5 Jahre, wenn ich eh gut bin. Also das denke ich auch. Im letzten Rennen steuerst du Mert Attack. Was hast du denn für Eindrücke aus dem Heat mitgenommen? Das letzte Mal war ich sehr gut. Hat er ruhig mitgefahren, aber er fehlte sich da sehr stark Feld. Heute haben wir das nicht, wo wir gleich für 1-2 sind. Ich bin gespannt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber bitte, ihr wollt ja raus. Kommt, Freumann.
Danke. Fleckbouquets aus dem Besitz des Stalles. Amo trainiert von Hans Ulrich Hornmann. Und sehr herzlichen Glückwunsch. Sorry.